of where the whole viral marketing, it's really a perfect case example of viral marketing dichotomy awards, where one customer would essentially act as a salesperson for you for all the, for bringing in other customers. So they would send money to a friend and essentially recruit that friend into the network. And so you have this exponential growth. The more customers you have, the faster it grew. I didn't expect pay. Das ist schon toll, ne? Also ich bin immer erstaunt über die amerikanischen Erfindungen. So leicht kann man heutzutage Geld verdienen. Viral Marketing, the key factor schlechthin. Also invented in the USA. Bin immer wieder begeistert von diesen erfinderischen Erfindungen, ne? Dass das heutzutage so einfach ist. Ich kann für jedes Produkt auf der Welt kann ich Viral Marketing machen. Ob das Produkt made in China ist, ob es made in USA. Oh Gott, muss ich jetzt echt mal nachdenken. Was war das letzte Produkt, was ich in der Hand hielt, made in USA? Ich muss gerade mal nachdenken. Das fällt mir zu, also ich meine, so ein Hardware-Teil, ne? Ja, gut, später nochmal, ne? Schalt mal kurz Werbung zwischendurch. Oder auch nicht. Aber ich finde es toll, ne, die Erfindung. Klasse, wie einfach der Amerikaner das heutzutage macht mit der Erfindung. Jeder Mensch auf der Welt, also man ist ja wirklich schon eher so, auf Banner steht man nicht mehr so, auf so Text-Ad-Links steht man auch nicht mehr so, auf Full-Page-Ads steht man auch nicht mehr so. Wenn man gerade irgendwie in Kaufstimmung ist und ein Produkt sucht, dann will man eigentlich, ist man eh schon mit irgendwas kaufen beschäftigt, dann braucht man eigentlich gar keine Full-Page-Ads noch zwischendurch, die man sich noch reinziehen muss. Also ich finde, dass die Idee ist toll wieder, ne? Ganz jeder Mensch auf der Welt kann jetzt Viral Marketing machen. Egal, ob das Produkt made in China ist, made in USA, made in Germany, made in Europe, made in Saudi Arabia. Und ich muss gerade mal nachdenken. Lange Denkpause. Jeder Mensch auf der Welt kann jetzt Produkte vorstellen, die er gekauft hat, sagen kann, ob das Produkt gut ist, ob es weniger gut ist, also jemanden anders beraten, ob er es sich kaufen soll, ob er es nicht kaufen soll, wenn er es gekauft hat, ob er das Produkt vielleicht selber irgendwie ein bisschen noch Produkt verbessern kann. Also toll, ne? Alles, was ihr braucht, ist eine E-Mail-Adresse, ein PayPal-Account, dann super easy. Dann postet ihr noch, macht ihr noch ein schönes YouTube-Video dazu, setzt eure E-Mail-Adresse schön darunter. Viral Marketing, please send money to E-Mail-Adresse so und so. Super. Vielleicht noch auf Instagram, Mark Zuckerberg noch ein bisschen beglücken. Da noch das ein 1-Minuten-Video hochladen. Oder TikTok. Moment mal, TikTok, glaube ich, das war, Amerika war nicht so toll, ne? Ich glaube, die haben das, da gab es irgendwie Streit. Ja, dann vielleicht noch ein Bankkonto bei der Silicon Valley Bank, eine E-Mail-Adresse, dann, also die Amerikaner haben Ideen, das ist der Wahnsinn.